Fortuna, Fortuna. Große Schwester zu kleinem Bruder oder großer Bruder zu kleiner Schwester. Ein Studio in Köln-Bickendorf, Schallplattenaufnahmen mit den Vertragsspielern von Fortuna Köln. Fortuna Köln hat ja immer auch das Image des Stadtteilvereins, des Fädelvereins. Wir wollen noch ein Tor und noch ein Tor und davon möglichst viel. Wobei die Not wurde nicht verkleinert dadurch, dass die gesungen haben. Ach, so kann man das doch auch nicht sagen. Denn 1973 hat Fortuna ausnahmsweise mal wirklich Glück. Der Mannschaft gelingt der Aufstieg in die erste Liga. Ein Tor erzielten nur noch die Kölner, und zwar in der 87. Minute durch Glock. Ein verdienter 3:0-Sieg, den die Kölner nur mit halber Kraft herausspielten. Fortuna Köln fand ich immer super, weil da sind ja auch die Kölner Intellektuellen dann hingegangen, die da mit dem FC nichts zu tun haben wollten. Die sind dann alle schön zu Fortuna marschiert. Also bei uns ist es noch üblich, dass jeder in die Fangruppe gehen kann. Natürlich war es eine One-Man-Show. Schenk Löhring hat den Verein bestimmt. Das war das Herz, das Hirn, ja, das ganze Leben dieses Vereins. Hühnschau! Bleibt mal drüben auf der Seite. Bleibt mal da sitzen und holen wir den immer wieder in das Loch rein. Guck jetzt, wo der steht. Der ist auch Deckungsspieler, sonst soll ihn raus. Jean Löhring, den fand ich immer ziemlich klasse. Ja, die Spieler wahrscheinlich auch. Denn Präsident Hans Löhring hatte sein ganz eigenes Motivationsprogramm. Zu Hause in der Eifel fällt die Spielvorbereitung etwas anders aus. Statt staubigem Aschenplatzgekicke, erfrischendes Poolgeplansche. In dieser Atmosphäre ist Konzentration auf große Aufgaben möglich, sind die Spieler aber auch vor entscheidenden Stunden unter Kontrolle. Entscheidende Stunden, wie sie jetzt bevorstehen. Wenn der nicht ständig da hinterher gewesen wäre, dann wäre der Verein sowieso schon viel eher in die Knie gegangen. Ist wahrscheinlich sehr schwer, neben dem FC in Köln überhaupt irgendwie eine Rolle zu spielen.